Guten Tag. Darf ich Sie mal kurz stören? Ja. Ich suche ein neues Auto. Ja. Ich will was. Ja. Was sportliches, so ein bisschen, wo man ein bisschen höher sitzt, ein bisschen ins Gelände SUV? Mit kann. SUV? Ja, SUV. Benziner? Und Vierzylinder? Weil diese ganze Dreizylinder. Was ein Zylinder? Erklären Sie mir das mal. Das, was bei dem bei der Bremse, ja, unten der Bremszylinder, Bremskolben. Ja, was ist denn mit dem hier? Das ist ein Opel Mokka, Dieselautomatik. Ja, schön. Perfekt für Kurzstrecke und für die Stadt. Ja. Ist auch schon Euro 5. Kann man damit auch ein bisschen ins Gelände? Ja, genau. Ja, Allrad und so. Ja. Ja, Allrad wäre mir schon wichtig. Haben Sie auch was mit irgendwie so Offroad-Reifen? Irgendwas mit mehr Offroad? Hier, mit ganzen Jahresreifen. Ah, mhm. Auch gut, auch Opel Mokka. Ja, das ist auch ein Mokka. Ach, guck an. Ja, die sieht ja ein bisschen anders aus. Ich hab da, kommen Sie mal mit. Ja. Ich hab das perfekte Fahrzeug für Sie. Ja? Oh. Ja, genau sowas habe ich mir vorgestellt. Grobe Stollen. Oh ja. 27,5 Zoll. Aber ist Heckantrieb, oder? Ist Heckantrieb auf manuell. Also spanische Variante. Ja. Und guck mal. Mit S-RAM Schaltung. Ja. Ne? Mhm. Und, wie viele Gänge hat er denn? 4? 5? 11. Ja, das ist genau. Ganz neu. Einmal 11. Das ist die ganz neue S-RAM. S-RAM. Ja, toll. Ja. Ne? Genau. Ja, toll, danke. Gerne. Was kosten der? 999 Euro. Im Monat? Das ist ja günstig. Im Monat, netto. Ja. Nee, das finde ich toll. Steuer kommt noch drauf. Ach. Warum willst du das eigentlich verkaufen? Weil ich in der Zwischenzeit einige andere Fahrräder habe. Ja. Du hast so richtig Blut geleckt, ne? Das ist jetzt so richtig dein Ding, Fahrradfahren, ne? Fahrradfahren ist mein Ding. Ich würde sie auch verkaufen. Aber ich verkaufe lieber Autos. So, okay. Was fährst du jetzt eigentlich? So? Fahrrad. Ja. Und, was ich auf Fahrrädern fahre? Ja, was hast du so? Was ist dein aktuelles Gravelbike? Du hattest ja ein Topstone. Was ich ist damit passiert? Ein Topstone in einem wunderschönen Beetle Green. Ganz, ganz tolles Fahrrad. Das wurde mir geklaut aus dem Keller. Entschuldigung für den Lärm. Dann habe ich mir eine Rose Backroad gekauft. Guten Morgen. Aber finde mal in der Rahmengröße 62 ein mitten in der Saison im August ein Gravelbike, was schnell verfügbar ist. Ja. Im Jahr 2023. Das war nicht möglich. Rose hatte was da, war auch das letzte. Dann habe ich mir das gekauft. Ich glaube, bei Fahrrad.de kriegt man gerade ganz gute Angebote. Fahrrad.de ist sowieso ein ganz toller Markt. Also ich finde Fahrrad.de super. Und aber es ist ja noch nicht Ende der Fahnenstange. Bald wird das Rose wahrscheinlich getauscht. Schön. Vielleicht machen wir dann wieder mal eine Ausfahrt. Sehr gerne. Aber jetzt sattel ich erstmal das Ross hier, den Esel. Und das Ross, dieser Esel, der ist richtig toll. Es tut mir im Herzen leid, dieses Fahrrad gehen zu sehen, weil es echt Spaß gemacht hat. Es hat eine super Geometrie, es ist super entspannt zu fahren, es ist trotzdem schnell, es ist... Es funktioniert. Ich hatte keine wirkliche Panne. Einmal ein Platten, das war's. Und ich bin damit gefahren. 2.500 Kilometer. Das ist nicht viel, aber es ist doch ordentlich. Das ist jede Menge. Ja. Aber da müssen wir nochmal über den Preis sprechen, weil dann ist ja wahrscheinlich Kette und so, ist ja dann wahrscheinlich durch, ne? Ja, hat Unfallschaden und so, Wildschaden. Genau, Unfall hatte er, Wildschaden. Ja, neu lackiert bestimmt auch. Links, hat er noch TÜV? Ablauf ist ein bisschen zerdellt. Ja. TÜV hat er noch 2 Jahre, habe ich frisch gemacht. Inspektion und Ölwechsel ist auch neu. Ja, aber warte mal, das da. Das hätte der TÜV-Prüfer aber nicht so durchgelassen hier. Vor allen Dingen scheuert das richtig schön, also was ich da Wahnsinn. Beethoven gedacht hat. Ja, unglaublich. Oder Triben, meine ich. Decathlon, Dings. Ne? Link in der Beschreibung. Die ersten 20 oder so Kilometer sind es erst. Die ich hinter mir habe, die Fahrt aus Hamburg dauert einfach ewig Zeit. Was für ein Moloch. Und dann natürlich mit den ganzen Autofahrenden, die einen so richtig schön eng überholen. Also ein Spaß ist das nicht. Es gibt sicherlich schöne Schleichstrecken aus Hamburg raus, aber die kenne ich einfach nicht. Jetzt aber Triben. Also dieses Rad fährt ohne weitere Anpassung, auch nach 2 Jahren, richtig gut. Das spricht natürlich für denjenigen, der es zusammengebaut hat, ne?
Das Problem ist jetzt, ich würde zwar gerne nach Lübeck fahren, aber ich habe kein Licht dabei. Und ich habe nur ein Rücklicht. Und ich glaube, der Rückenwind ist nicht stark genug, um mich schnell noch nach Hause zu bringen. Also es läuft echt gut bisher. Die Schaltung ist top eingestellt. Die Sitzposition ist gut. Das Einzige ist der Sattel, der ist äußerst unbequem. Ich weiß ehrlich nicht, was daran ergo sein soll. Also die Bremsen sind auch echt gut. Ich glaube, diese TRP High Road, die werde ich an das Titanrad bauen. Und hier kommt noch was ganz anderes dran. Aber ich habe sowieso noch einige Pläne mit dem Fahrrad. Darüber sprechen wir, wenn wir zu Hause sind. Ich fahre jetzt weiter und komme so weit wie möglich. Es ist einfach die vernünftigere Wahl. Also die Strecke war auch anstrengender als ich dachte. Und ohne richtiges Vorderlicht möchte ich eigentlich auch nicht mich in die Gefahr begeben, da draußen jetzt zu fahren. Deswegen ab in Zug. Eine Stunde später. Was habe ich eigentlich überhaupt mit dem Rad vor? Also zunächst finde ich spannend zu sehen, wie dieses Rad nach 2 Jahren und 2.500 Kilometern aussieht. Jetzt auf der eher roadlastigen Strecke mit der Tasche hinten dran. Da hat es mir nicht so gefallen. Ich werde auch auf jeden Fall diesen Sattel hier austauschen, weil der geht gar nicht. Aber mal ein bisschen fahren und mal gucken, wie es mir gefällt. Und dann werde ich, glaube ich, auch diese Gruppe hier komplett wechseln. Ich habe ja noch eine Shimano GRX 400, eine komplette. Die möchte ich da einmal ranbauen und mal sehen, wie einfach das zum Beispiel ist. Und dann habe ich zum Beispiel auch mein Fahrrad, das ich einfach mal ausleihen kann, weil die Geometrie hier bei dem XL-Rahmen ist eigentlich nicht für so große Leute gedacht, ehrlicherweise. Sowohl Joel als auch ich sind 1,96 Meter groß. Ihr könnt hier erkennen, wie weit die Sattelstütze rausgezogen ist. Der Vorbau ist mit 100 mm verhältnismäßig lang. Ich glaube, dass man da auch gut Leute draufsetzen kann, die 1,80 Meter sind, vielleicht sogar ein bisschen kleiner, wenn man einfach die Sattelstütze weit reinschiebt und auch einen kürzeren Vorbau montiert. Und dann könnte ich das auch mal einfach jemandem leihen, der mal eine Runde Gravel möchte, aber kein Gravelbike hat. Ey, weil das ist ein richtig cooles Gerät. Ich glaube, auch hier mit den breiten Reifen kommt man da echt gut durch. Ich werde mal gucken, ob ich das doch nochmal tubeless hinbekomme. Da bin ich ja beim ersten Mal dran gescheitert. Aber mal sehen, was beim zweiten Mal funktioniert. Das läuft auch ganz schön lange. Aber ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Bike haltet und was man daraus eventuell machen könnte. Die ein oder andere Umbauidee ist herzlich willkommen. Und ich mache dann mal so dem nächsten Update-Video, wenn ich das noch ein paar Mal sportlich gefahren bin. Und dann sage ich euch, ob das ja auch für meine Zwecke theoretisch ausreichen würde. Ich will jetzt mal den Kettenverschleiß wissen.